Hallo und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Im Podcast der Allgemeinen Studienberatung bekommt ihr wöchentlich Infos zu den Themen Studienwahl, Studienbewerbung und Studienvorbereitung. Diese Woche geht es um das Thema Campusleben. Unter normalen Umständen ist hier im Sommer richtig was los auf dem Campus. Und im Laufe eures Studiums werdet ihr ja hoffentlich auch noch normale Zeiten hier erleben. Vieles, was in diesem Jahr nicht stattfinden kann, wird mit etwas Glück nächstes Jahr schon wieder laufen. Deshalb stelle ich euch heute schon mal alles vor, was euch im Laufe des Studiums erwarten würde. Wer im Wohnheim wohnt, der erlebt das echte Campusleben. Also auch das Leben auf dem Campus, wenn alle anderen schon nach Hause gegangen sind. Im Wohnheim wohnen hauptsächlich Studierende, die von weiter weg hierher gezogen sind, also nicht die Möglichkeit hatten, weiterhin bei den Eltern zu wohnen. Auch die internationalen Austauschstudierenden werden meist im Wohnheim untergebracht. Also alles Leute, die noch keinen festen Freundeskreis in Aschaffenburg haben und gerne Kontakte zu anderen Studierenden knüpfen möchten. Hier kann man sich dann in Gemeinschaftsräumen treffen und vielleicht auch mal zusammen kochen oder grillen. Auch beim Hochschulsport kann man natürlich andere Studierende kennenlernen. Wir haben ein breit gefächertes Sportangebot von den Standardsportarten Fußball, Basketball, Volleyball bis hin zu ausgefallenen Angeboten wie Ultimate Frisbee, Calisthenics oder Slackline. Die letzteren Angebote wechseln je nach Jahreszeit, aber auch je nach Interesse der aktuellen Studierendenschaft. Viele der Sportangebote werden nämlich auch von Studierenden selbst angeleitet. In einem Sommer ist also vielleicht mal ein Slackline-Begeisterter dabei, der gerne anderen Studierenden Tricks beibringen möchte. Und im nächsten Winter findet sich dann vielleicht eine Studentin, die ihre Yoga-Kenntnisse an andere weitergeben will. Somit sind auch die meisten Angebote kostenlos. Nur wenn ein externer Trainer engagiert oder Miete für einen Raum gezahlt werden muss, zahlen Studierende einen Eigenanteil. Die Rolling Students veranstalten im Sommer auch immer eine Surf-Lecture und im Winter eine Snow-Lecture, also jeweils Gruppenfahrten zum Surfen oder zum Snowboardfahren. Wer nicht so gerne Sport macht, der kann sich aber auch in einer studentischen Organisation einbringen. Hier ist auch für die unterschiedlichsten Themen etwas dabei. Die Zeitschrift Campusleben wird zum Beispiel von Studierenden herausgebracht. Hier kannst du Texte schreiben, Fotos machen, beim Layouten helfen, Anzeigen einwerben und so weiter. Die Economics kümmern sich unter anderem um Kontakte zur Wirtschaft und laden Firmenvertreter zu Fachvorträgen ein oder organisieren Exkursionen zu größeren Unternehmen. Sie sind auch an der Organisation der Karrieremesse Campus Careers beteiligt. Diese findet jährlich im Mai statt und gibt Studierenden und Unternehmensvertretern die Möglichkeit, direkt auf dem Campus in Kontakt zu treten. Die große Campuswiese wird aber nicht nur für Messen genutzt, sondern im Sommer gerne auch mal für Partys und Veranstaltungen. Die örtlichen Kinos veranstalten jährlich ein Open-Air-Kino, die Campus-Filmnächte. Die Studentenvertretung und andere studentische Organisationen planen Beachpartys, Beachvolleyballturniere und ähnliches. Und im nächsten Jahr kann dann hoffentlich auch unser 25-jähriges Bestehen groß gefeiert werden, was eigentlich schon für dieses Jahr geplant war. Ansonsten finden auch jedes Semester mehrere Studentenpartys oder Pubcrawls in den umliegenden Kneipen und Clubs statt. Aber es geht natürlich nicht nur ums Feiern. Studierende haben auch die Möglichkeit, als studentische Hilfskräfte in einer der vielen Abteilungen der Hochschule mitzuarbeiten und so neben einer weiteren Verdienstmöglichkeit vor allem auch einen guten Einblick in die Abläufe der Verwaltung zu bekommen. Auch ehrenamtlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren, zum Beispiel als Buddy für internationale Austauschstudierende. Als Buddy ist man Ansprechpartner für einen oder mehrere Incomings, die für ein oder zwei Semester nach Aschaffenburg kommen und unterstützt diese sowohl bei allen notwendigen Erledigungen, wie zum Beispiel Meldung im Rathaus, Bankkonto eröffnen und so weiter, als auch dabei, erste Kontakte zu knüpfen und an der TH Aschaffenburg Anschluss zu finden. Buddies können auch an den Ausflügen und Veranstaltungen teilnehmen, die für die Incomings organisiert werden. Eine weitere Möglichkeit, sich ehrenamtlich an der eigenen Hochschule einzubringen, ist die Tätigkeit als Studienbotschafterin oder Studienbotschafter. Das sind Studierende, die für Schülerinnen und Schüler als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und Fragen zu ihrem eigenen Studiengang beantworten. Wenn Schülergruppen zu Besuch auf den Campus kommen, wird die Gelegenheit gerne genutzt, mit jemandem zu sprechen, der selbst schon studiert, aber noch nicht allzu weit von der Entscheidungssituation der Schüler entfernt ist. All diese ehrenamtlichen Tätigkeiten werden natürlich bescheinigt und können bei einer späteren Bewerbung sowohl für eine Arbeitsstelle als auch für ein Stipendium hilfreich sein. Sie können gegebenenfalls auch als Teil eines unserer größeren Zertifikate anerkannt werden. Zum einen das Zertifikat für interkulturelle Kompetenz und zum anderen das Weitblick-Zertifikat für außerkurrikulares Engagement. Das war's für diese Woche zum Thema Campusleben. Und das war's auch für dieses Jahr mit dem Podcast der Allgemeinen Studienberatung. Vielleicht hören wir uns im nächsten Jahr wieder, im nächsten Bewerbungszeitraum. Oder wir sehen uns demnächst auf dem Campus der TH Aschaffenburg. Danke fürs Zuhören.